Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2. Heute wieder mit dem Bolt Beatdown. Diesmal Gold. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen mehr anstrengen. Ich nehme die Burg. Welcome to Oh, Nova. Fürst des Todes, sehr gut. Ja, das gefällt mir sehr gut. Was wir gerade hier so haben. Nehmen wir mit. Machen einen Pyro-Start. Ich gucke mal, dass ich es nicht ganz so weit nach vorne stelle. Damit ich noch ein bisschen Platz habe. Los geht's. Diesmal müssen wir uns ein bisschen mehr anstrengen. Weil bei Gold sind die schon ein bisschen härter. Keine Verteidigung. Okay. Deswegen machen wir auch erstmal den Pyro-Start. Was hat er genommen? Kartell. Kartell war, glaube ich, dass man dann mehr im Early Game angreift. Ist natürlich kontrovers zu dem, was ich genommen habe. Ah, es kam nicht mit raus. Kacke. Na egal, wir schicken die Schnecke rein. Damit wir mehr Einkommen generieren können. So, lass mich überlegen. Ich hätte hier gerne den DAX stehen. Dann machen wir das so. Stelle ich da drüben hin. Dann hier ein DAX. Hier nochmal ein Auerochsen. Und dann ist die Tank-Frontline schon da. Oder tankt sogar noch mit. Ah, das wird er nicht halten können. Oh, Meeresdrachen. Den haben wir bis jetzt noch gar nicht gehabt im Bot Beatdown. Also müssen wir ein bisschen drauf aufpassen. Angler. Ich mache es erstmal so. Ich könnte hier theoretisch noch einen hinsetzen, aber das mache ich erstmal nicht. Aber wir warten mal ein bisschen ab. Soll ich auf jeden Fall noch halten. Ist das Healing halt stark, ne? Das heißt, auf 6 können wir auf jeden Fall gut schicken. Wir gehen auf 6. Jetzt können wir natürlich hier trotzdem noch welche davor packen, weil ich die dann zu dem Zeus noch machen kann. So wirklich großartig ist die Frontline noch nicht aufgebaut. Es dauert noch ein bisschen. Da fehlt mir noch so ein bisschen die Kohle. Ja, der Pyro geht aber schon ganz schön weit nach vorne. Wir hauen Glut rein. Und dann entweder noch ein Unhold oder eine Echse.
not enough with you. Weiß gar nicht, ob die es noch mitgezählt hat. Jetzt baue ich mal noch einen hin. Jetzt habe ich erstmal ganz schön viel da stehen. Und wir kriegen 114 raus. Schläge kommen noch mit. Okay, jetzt sammeln sie schon mal. Nächste Runde ist für mich gar nicht so einfach. Okay, Schleim ist down, bevor er volles Mana hatte. Das ist ja gut. Oh, Atome. Ich komme auf jeden Fall durch. Das ist schon mal gut. Im besten Fall komme ich auf die 195. Dass ich dann den Dachs hinstellen kann. Der wäre extrem wichtig. Ja, Dachs. Das ist wirklich wichtig, den brauche ich. Damit ich die magischen Waves abhalten kann. Wie sieht es denn hier drüben aus? Okay, Glowpixie und Auerochse Katze, so weiß. Hm, ja. 80. Der Fahrer gesammelt. Wir holen zwei Worker, gut. Wir sollten auf jeden Fall safe sein. Ja. Jetzt können wir natürlich auf die neuen gehen. Abgewehrt. Auf die neuen wäre nicht schlecht. So, holen wir erstmal schon mal den ersten Zeus raus. Der ist dann auch wichtig gegen den Boss auf 10. Brauchst du noch was? Nö. Hat wahrscheinlich Stacks in die Katze gequetscht. Vermute ich mal zumindest. Ah, die gehen auf den Pyro. So, was könnten wir hier schicken? Stich ist auf jeden Fall da. Da muss ich nicht großartig was nachdenken. Ich könnte noch einen Drachen reinhauen. Rein theoretisch. Aber das will ich eigentlich nicht. Wir machen die Kanonenschützen und hauen noch einen Robo mit dazu. Robo dann für die. So, der erste Auerochse. Plötzlich kriege ich noch zusammen, da kann ich noch eine Echse reinhauen. Kriegt auch schon der zweite, aber so am Rand weiß ich nicht, dass er irgendwie das Potenzial verschwendet, wenn er den dann aufbaut, weil dann hat er hier noch ein bisschen was verloren hat. Zwei Einheiten. Take my spear. Okay, die sammeln wieder für die nächste Wave. Sieht nicht schlecht aus. Ah, zwei Leben nur noch.
Ja, ich komme durch, aber auch nur gerade so ein bisschen. Einer und meine Söldner. Der Kingpin hat er schon aufgewertet. Holy shit. Ich platziere mal noch einen. Meine Fresse. Was haben wir denn für Zauber? Riesenschnecken. Riesenschnecken. Immer noch sammeln. Ich baue jetzt den Pyro auf. Ach, der Pech bringt ihm nichts. Ich könnte auch einen Fürst des Todes platzieren. Wir sind auf jeden Fall durch. Bei beiden sehr gut. Fürst des Todes. Ich müsste die dann hier ein bisschen weiter hinter platzieren. Weil ich vorne schon die Reichweite ausgenutzt habe. Weil die würde ich dann so bauen, dass ich dann mit den Jüngern gut zurechtkomme. So, das heißt, hier kommt auf jeden Fall noch was hin. Das heißt, ich baue hier den ersten Fürsten hin. Sie baue ich hin. So. Sieht doch gut aus. Ja, schick jetzt einfach mit. Mit Dino rein. 12 ist an sich eine gar nicht so schlechte Wave, weil dann er hat nur die als Stichschaden. Oh, 380, holy shit. Alter, der hat mich mega lange aufgehalten. Mein Pyro ist down. Das sieht gar nicht gut aus. Der Typ ist hochgeheilt. Ja, auf jeden Fall kann ich einen Worker holen. Zwei Stück sogar. Voreis hat er geschickt bekommen. Die kriegen auch ganz schön auf die Fresse. Sollte vielleicht den King besser aufwerten. Aber die Wave könnte ich noch was schicken. Wollen wir die schon aufwerten? Nee, oder? Stell lieber noch eine hin. Ex noch mit rein. 180 Riesenschnecken. Schwein geholt. Okay, der Kingpin ist down. Ja, zwei Stück sogar schon. Okay, ich muss das blocken. Ja, wir sollten die King aufwerten. Gerade weil ich schon nicht weiß, wie gut der Bot. Dann noch verteidigen kann.
Warten wir jetzt einfach den King auf. So. Jetzt können wir hier. Ja, können wir eigentlich so machen. Da haben wir noch ein Pyro stehen. Hol nächste Runde zwei Worker noch mit rein. Bauen den King einfach ein bisschen auf, damit wir. Was ist das? Damit wir überleben. Ja, die Gold-KI ist schon wesentlich stärker als die davor. Einholen. Bauen weiter den King auf. Er ist auch wirklich gut durchgekommen, muss man sagen. Hätte ich mitgeschickt, wäre es noch besser gewesen, aber. Ich gehe lieber safe und baue den King auf. Mit dem Bot kann ich ja leider nicht reden. So, King ist maximal. DAX aufgewertet. Mehr mach ich nicht. Lass mich überlegen, auf 16 könnten wir tatsächlich auch schicken. Er hat ja. Das ist schon sein Schaden so. Na. Hier ist Stich. 17. Kriegen wir 17 was? Hm. 15 macht nicht wirklich Sinn. Macht es keinen Sinn. Also entweder 16 oder 17. Also ist egal. Dann gehen wir auf 16. Oh, Saratou. So, magischer Schaden ist an sich erstmal da. Wir holen noch mehr Fürsten. Ja, ich werde den auf Kreuz nicht noch den Bazooka hin, davon habe ich schon genug stehen. Er schickt jetzt diese Runde schon. Will ich nicht. Ich will auf 16 schicken. Okay, aber auch wenn wir verkacken sollten und es nicht halten, ist der King gut aufgewertet. Aber ich halte alles. Sehr gut. Alles gehalten. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Stich mitschicken. Mal sehen, was ich noch zusammenkriege. Vielleicht sogar ihn. Centaur wäre wirklich gut. Ja, gut, dass ich den King aufgewertet habe. Den kriege ich auf jeden Fall noch zusammen. So, wir werten dich mal auf. So sieht das doch gut aus. Centaur mit rein.
Jetzt können wir rein theoretisch noch zwei Robos reinschicken für die. Für die. Ja. Er hat da vorne den aufgewertet, okay. Dann hat er den Ohr geschickt. Aber hier sind 720 auf dem Plan. Ich glaube nicht, dass er das blocken kann. Niemals. Ist auch durch. Das wird wohl gewesen sein. Der hat auch ganz schön durchgelassen. Ich kämpfe noch. Ja, das war's. Victory. Ja, da muss ich schon mehr leisten. Bei Gold. Das war's erstmal für heute mit einer weiteren Runde von Legion TD2 im Bot Beatdown. Heute auf Gold. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Und schaut auch gerne bei den anderen Videos vorbei, zum Beispiel hier. Da habe ich dann Silber gespielt. Bis dahin, erstmal einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.